Herzlich willkommen auch alle Aufzeichnungszuschauer. Ja, du Opfer, du bist nur ein Opfer von Manipulation, Gehirnwäsche, Propaganda, Werbung, parasitären Memen. Das geht gar nicht anders. Denn der normale Mensch hat keine Chance bisher gehabt, zu verstehen, was passiert ist. Wo sind wo ist das Ding hier? Da ist es. Na, jetzt kommt Moment. So. Der normale Mensch hat ja gar keine Chance zu verstehen, dass er hier in den letzten 13,8 Milliarden Jahren, was da so alles passiert ist. Das muss man leider alles ungefähr wissen. Und das dann vor 400.000 Jahren, also vor 0,4 Millionen Jahren, beziehungsweise 400.000 Jahren hier, sozusagen die ganze Welt sich verändert hat. Dass nämlich plötzlich ab dem Tag der Erfindung des Tauschhandels, ab der ersten Tauschhändlerin oder Tauschhändler der Erde ein neue Gesetze herrschten, nämlich, wenn du einen Irrtum bekommst in den Kopf hinein, lieber Tauschhändler, der das Leben der Menschen manipuliert und zerstört und sie in die Irre führt, aber als Resultat am Ende rauskommt, dass sie bei dir mehr kaufen, dann hast du gewonnen. Und dann wirst du wohl so vernünftig sein, diese Irrtümer immer wieder zu wiederholen. Und wirst diese Irrtümer an deine Lehrlinge und an deine Kinder und an alle weitergeben, auf dass die auch wieder erfolgreiche Tauschhändler sein werden. Ja? Standardbeispiel ist ja, wenn der Tauschhändler die Idee bekommt, oh, Sex ist böse, schlecht, schmutzig und gefährlich. Und wenn ihr dann alle etwas weniger Sex habt und ein Stück weit verklemmt werdet, dann kauft ihr dem Händler mehr Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten heutzutage und damals, also irgendwelche Konsumgüter, Esswaren und so weiter, mehr ab. Und schon hat sich der vorteilbringende Irrtum bewährt, der ausschließlich im System des Tauschhandels, der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus Vorteile bringt. Und dadurch umschwirren uns lauter Irrtümer aller Sparten, denn jede Sparte quasi sucht in der Evolution. Evolution ist ein Geschehen, das muss man sich so vorstellen, wie ein Zittern in alle Lücken hinein sozusagen. Das zittert und zittert und es werden Irrtümer entwickelt, Wahrheiten entwickelt, Irrtümer entwickelt, Wahrheiten entwickelt, genetische Mutationen, es zittert rum sozusagen in genetischen Variationen und Mutationen und alles zittert und zittert und sucht jede Lücke und jede Nische und so findet auch jede Behörde, jede Behördensparte, jede kommerzielle Sparte und so weiter, findet Wege, wie sie ihre eigenen Karrieren pushen kann oder bevorteilen kann und zwar ganz ohne böse Absicht. Das heißt, die Leute glauben ihre Irrtümer, halten sie für Wahrheit, unterrichten sie den Kindern ab der Geburt, in der Schule, im Studium und so weiter. Alle Irrtümer werden unterrichtet, so dass dann, ja, ich kann es ja mal hier zeigen, dass dann letztendlich niemand mehr eine Chance hat, weil alles ist voll von diesen Irrtümern. Also hier ist der Tauschhändler
ohne Irrtümer, also der Wahrheitsorientierte, und der ist der Tauschhändler beziehungsweise die Sparte, die Behörde, der Berufsstand mit Irrtümern, und zwar mit Irrtümern, die sich als vorteilbringend erwiesen haben. Damit werden wir manipuliert, und er kann viele leibliche Nachfahren ernähren, eine ganze Dynastie begründen und kann alle Akademien und Universitäten mit seinen vorteilbringenden Irrtümern füllen, so dass auch dort nur noch Gehirnwäsche geschieht. Ja, also du Opfer, du leider bist du eben da voll von diesen ganzen Gehirnwäschen und von nichts anderem, und leider kann es nicht anders sein. Und deswegen gehe ich noch mal zurück. Und wo ist deine einzige Chance? Zum Glück gibt es noch eine Chance auf der Welt. Eine einzige Wahrheitsinstanz gibt es noch auf der Welt. Und die erkennst du daran, dass du der sofort sagen kannst, wo die sich irren. Ja? Denn die du Opfer, du sozusagen, du als Opfer von Manipulation, Gehirnwäsche, Propaganda, Werbung, parasitären Memen oder besser vorteilbringenden Irrtümern. Du wurdest ja glauben gemacht, du hättest irgendein Wissen. Du würdest irgendetwas wissen. Hast du aber nicht. Du weißt in Wirklichkeit gar nichts, aber denkst, du würdest es wissen, und dann trifft es sich gut. Deswegen muss natürlich jede Wahrheitsinstanz, so, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich irgendwie, irgendwas ist schiefgegangen, dann müssen wir nochmal hier wieder hin. Was ist schiefgegangen? Tja. Naja, ist es im Moment weg, aber ich wollte eigentlich zeigen, dass auf unserer Homepage nextscientistsforfuture.de, das ist die einzige Instanz auf der Welt, die es richtig macht, die dich sofort einlädt. Sagen Sie uns, wo wir uns irren. Lassen Sie uns sofort eintreten in den wechselseitigen Falsifizierungsprozess nach Sir Karl Popper. Und sagen Sie uns, wo Sie denken, dass wir uns irren. Und wir sagen Ihnen, wo Sie sich irren. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie ein faktenbasierter Mensch sind. Das heißt, dass Sie sozusagen Ihr Weltbild gerne verändern wollen, um noch mehr Nutzen für sich zu haben, wenn sie neue Fakten erfahren. Während ja bei einem reinen Sektenmitglied ist es ja so, der will ja gar keine neuen Fakten erfahren, denn das würde ja seine Gruppenzugehörigkeit gefährden. Der will in erster Linie mit den Leuten was tun, und dafür ist ihm egal, wie die Fakten sind, ob das Wahrheit ist oder Unwahrheit ist, und er predigt dann einfach nur weiter brav die Lehren dieser Sekte, egal ob sie Irrtümer sind oder nicht. Also Faktenbasiertheit und dann die Bereitschaft zum Talk. Wo irr ich mich, wo irrst du dich? Das ist die Voraussetzung. Und das, ja, da kann man sich melden. Jetzt muss ich gucken, was ich kaputt gemacht habe. Also, tschüssi. Also jetzt sofort aufschlagen, nextscientistsforfuture.de, und da findet das ganz normale Opfer unserer Welt, findet da den einzigen Ausweg, den es gibt. Tschüssi an die Aufzeichnungszuschauer.